Sportfrei hieß es am Wochenende wieder am Dreiweiberner See. Dorthin lud man zum 33. Sparkassen-Knappenman ein. Nach einer etwas abgespeckten und veränderten Variante im vergangenen Jahr konnte man den Triathlon nun fast wieder in vollen Zügen genießen. Besonders erfreulich war es, dass in diesem Jahr nicht nur die Sportler und ihre Begleiter anwesend waren, sondern auch zahlreiche Besucher ihren Weg an den Dreiweiberner See gefunden haben. So empfand es auch Organisator Harald Skopi. Wir sind froh, dass wir dieses Jahr bei unserem 33. Sparkassenknappen Zuschauer haben durften. Man hört es so ein bisschen im Hintergrund, die machen Stimmung, die sind hier. Das ist ganz wichtig für unsere Triathleten, die hier aktiv unterwegs sind und ja, je nach Distanz viele Stunden ihre sportlichen Leistungen abfordern. Da sind die Zuschauer ganz wichtig, die sie vom Streckenrand aus anfeuern. Aber die Zuschauer sind auch wichtig für uns als Organisationsteam und für die ganzen Helfer, die hier irgendwo unterwegs sind, diese Veranstaltung unterstützen. Einfach damit mal gesehen wird, was wir monatelang organisieren und dann hier auf die Beine stellen, damit das ist auch so ein kleines Dankeschön an unsere ganzen Helfer. Da sind wir sehr froh darüber, dass wir dieses Jahr wieder Zuschauer haben dürfen. Zwar wurden am Wochenende Regenfälle vorhergesagt, allerdings kam es nicht so. Laut Harry boten die beiden Wettkampftage die idealen Bedingungen für die Sportler. Auch die Zuschauer ließen sich von den Vorhersagen nicht abschrecken. Doch der Knappenman kam auch in diesem Jahr nicht ganz ohne Änderungen aus, auch wenn es diesmal nicht an der Corona-Pandemie lag. Wir haben dieses Jahr durch die starken Regenfälle vor wenigen Wochen haben wir leider nur halb so viel Strand zur Verfügung wie in den vergangenen Jahren. Der Wasserstand ist enorm gestiegen im Dreiweiberner See, aber das war für uns kein Problem. Wir haben ganz flexibel unsere Startbox etwas umgebaut und haben dennoch die Wellenstarts durchführen können, was im vorigen Jahr von vielen Triathleten das erste Mal hier beim Knappenman gesehen und praktiziert wurde und wo wir ganz viele Anfragen bzw. Nachrichten bekommen haben mit der Bitte, diese Wellenstarts weiterhin durchzuführen, ganz einfach, um dieses große Starterfeld in den jeweiligen Wettkämpfen von Anfang an etwas zu entzerren, um etwas mehr Ruhe reinzubringen, was letzten Endes auch ein noch größerer Sicherheitsfaktor ist. Also wir konnten unsere Starts trotz halb so vielem Strand, den wir dieses Jahr zur Verfügung hatten, durchführen. Wie ist denn nun das abschließende Fazit für dieses Wochenende, Harry? Ja, ich kann ein sehr positives Fazit für dieses Wochenende ziehen. Wir sind froh, dass wir unseren 33. Sparkassenknappenman wieder so wunderbar durchführen konnten. In derselben Qualität wie in den vergangenen Jahren auch. Wir hatten wieder tolle Starter. Wir haben, man kann es im Hintergrund hören, tolle Fans, tolle Zuschauer dieses Jahr dabei, die das hier ganz begleiten. Und ich kann einfach nur sagen, ich bin sehr froh darüber, dass wir keine großen medizinischen Ausfälle hatten, dass wir keine großen Probleme draußen auf der Radstrecke hatten, was ja bei den Geschwindigkeiten, die hier gefahren werden, doch sehr gefährlich werden kann. Also bisher ein sehr positives Fazit über unseren diesjährigen Knappen. So ging auch in diesem Jahr ein erfolgreiches Knappenman-Wochenende zu Ende. Und die Vorbereitungen für den 34. Sparkassen-Knappenman lassen sicher nicht lange auf sich warten.